sind wir auch ein bisschen stolz drauf, dass eins der ersten Autokinos, die in der Corona-Krise aufgemacht haben, das hier vom Filmforum in Duisburg war. Wir sind eigentlich schon wieder am Ende unserer Spielzeit. Wir haben jetzt bald 3,5 Wochen hinter uns und war eine tolle Zeit, jeden Abend ausverkauft, so wie heute Abend auch. MSV, unser Club. Und deswegen war das auch gar kein Thema, als der MSV auf uns zukam, zu sagen, machen wir gerne eine Veranstaltung, wo der MSV diesen Film hier präsentiert. Die Filmemacher sind parallel auch auf uns zugekommen und viele haben uns auch gefragt, ob wir den Film nicht nochmal zeigen könnten. Und wenn sowohl die Besucher, die potenziellen, wie auch die Filmemacher, wie auch der MSV alle das gleiche Interesse haben, dann kann man als Betreiber schon gar nicht anders, da muss man das machen. Wir waren am zweiten Tag waren wir schon hier gewesen und da haben wir das bei anderen gesehen und deswegen sind wir heute besser vorbereitet. Das ist MSV. Wir haben jetzt, glaube ich, das letzte Mal vor sechs Wochen den MSV gesehen und jetzt wird mal wieder Zeit, auch wenn es nur auf einer Leinwand ist und wenn es alte Bilder sind. Ja, ist schon ein bisschen Gänsehaut und man weiß, man ist hier mit Gleichgesinnten halt. Ich habe den Film damals im Kino gesehen, ist ein super Streifen und ich hier vor der Arena, ne? Wir vermissen ja alle den Fußball. Man weiß ja auch nicht, wann man wieder im Stadion ist. Ist also für uns so ein bisschen Heimspielersatz jetzt. Mir fehlen total die Leute und das Stadion und Fußball. Und da hat man hier wenigstens so ein bisschen heute so wieder das Gefühl, wieder bei der Familie zu sein. Es sind Erinnerungen, ja, die uns hilft, angenehmer ein paar Stunden zu verbringen, als nur immer Corona. Corona. Das ist natürlich wunderbar, jetzt, ne, gerade hier vorm Stadion auf dem Platz jetzt das Autokino zu haben und genau den Film jetzt nochmal zu gucken mit Günther zusammen. Die Ursel ist auch da, seine Frau. Michael Bella steht auch hinten neben uns. Ja, den Film einfach nochmal hier direkt in Stadionnähe erleben zu können, wo damals alles gewesen ist, wunderbar. Hey, ho, MSV! Hast du bei eurem Trainer sein Auto angepinkelt? Ich habe gar kein Auto. Und damit herzlich willkommen zur absoluten Weltpremiere, denn ein blau-weißes Autokino hat es noch nie gegeben und sowas kann es auch nur bei uns geben. Herzlich willkommen also vor der Schau ins Land Reisen Arena. Wir sind ausverkauft. Herzlichen Dank und herzlichen Glückwunsch an euch. 180 Autos sind gekommen. Das macht, sagen wir mal, damals zur Vizemeisterschaft 463 Fans. Herzlichen Dank an euch. Jetzt gilt es, die Hand an die Lichthupe zu nehmen und im Takt mitzumachen. Hier ist der Zebra-Twist. Zebra-Streifen, weiß und blau. Zebra-Streifen.